Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear mit den selbstschließenden Türen. Ach was, ich komme hier doch wieder zurück. Ich kann die echt wieder aufmachen, aber die hier doch nicht. Doch, aber hier nicht. Nee, mal gucken, ich kriege die gleich wieder vor die Ohren geschlagen. Nee, doch nicht. Es ist jetzt wieder echt unheimlich. Das Interessante ist ja, dass ich immer noch an dieser einen Stelle nicht angekommen bin, die ich noch aus der Beta kenne, wo sie dann vorbei war. Und ich frage mich, wann die mal kommt. Weil danach soll es ja... Pass auf, die Stelle kommt am Ende und das war dann der letzte Raum, den sie schon eingebaut hatten. Haha, nee, das hätte Xyon mir, glaube ich, gesagt. Die hat jetzt schon länger keine Jumpscares mehr, ne? Weil ich so auf der Suche nach Schlüsseln bin. Gibt es denn hier nochmal Licht? Irgendwo... Ja, war ja klar. Das sieht cooler aus mit den Schatten hier, ne? Und den Bäumen da draußen, die sich bewegen. Also über Kopfhörer kriegt das richtig Atmosphäre. Die Ruhe vor dem Sturm, das kann durchaus sein. Doch, hier waren wir, glaube ich, auch mal drin. In diesem Raum. Ich glaube, da waren wir auch mal drin. Ich habe nämlich einen Verdacht, was da gleich passiert. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich musste sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz, das war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest. Und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach all dem, was geschehen ist, bin ich mir nicht sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Caldwell. Mach ich nicht! Hey, ich will die Schublade zu machen. Überall Schmuck und Spiegel und Bürsten und Zigarren und sowas. Ich will an die Truhe ran. Lichtschalter übersiehst du meistens... Übersehe ich meistens an der Wand, wenn ich den Boden absuche. I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Yeah, apparently. You can't. Lichtschalter übersehe ich meistens, weil ich den Boden absuche. Also ganz ehrlich, aber ich habe hier schon lange keine Lichtschalter mehr gesehen. Ivy? Nee, Run war das. Hier waren echt schon lange keine Lichtschalter mehr. Genau, das ist es hier. Thank you.
Was bestätigt denn deine Aussage mit den Lichtschaltern? Da war kein Licht. Der Boden ist doch noch top. Tasuvo, sehr witzig. Okay, irgendjemand hat hier alle Bilder von der Wand genommen. Oder rausgeschnitten, eher gesagt. Da die Rahmen hängen ja noch. Aber wirklich sauber rausgetrennt. Das war doch die Kiste. Okay, gut, muss man sich halt... Weißt du, man sagt ja mal, das wächst zusammen in Europa und die Räume werden auch mal kleiner, finde ich. So. Ja, das ist der Brief. Na gut, dann zurück da. Oh, ist dunkel da. Ist wieder so eine verrammelte Tür hier. Ja. Sie ist wieder verkettet hier. Und hier sind keine Lichtschalter. Dass so lange... Ja, klar, okay. Dass ich lange keine Lichtschalter mehr gesehen habe, bestätigt deine Theorie, dass ich die übersehe. Alles klar. Ist natürlich auch eine Art von Logik. Ah! Okay, ich bin wieder wach. Ja, 13, genau. Hat ja lange gedauert. Boah, aber man, es macht echt wach, ey. Und kriegt wirklich kurzzeitig so einen Puls und dann sagt man sich, boah, was mache ich eigentlich hier? Wieso steht denn das Ding so in der Ecke? Ah. Nice. Du schreist so, es ist nur 33. Ja, gratuliere zur Unglückszahl. Ja, ja, endlich. Wir sind auch wach. Canvas Crawlers, Leinwandkrabbler, Masse, pulsierendes Fell, wie Gift zu malen, Feuer, letzter Ausweg. Okay, krass, Leinwandkrabbler. Ey, die Notizen werden auch immer kranker, die er da tätigt, oder? Oder ich, oder so. Ja, der Husten, ja. Mittwoch dürfte dann gestern gewesen sein, okay. Ich will zurückspulen. Ja, der Husten ist schlimm, ich weiß. Ach. Stimmt ja. Da wirft doch noch jemand mit Stühlen. Genau. Guck mal, Lichtschalter. Oh, da steht was an der Decke. Ist das alles wert? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nicht. Wir haben ja keine Ahnung, wer hier genau was macht. Das ist aber auch neu. Das sieht fies aus. Feuer, letzter Ausweg. Vielleicht wieder Gedankenspiele machen. Fuck you too. Während es der Wahrheit entspricht. Entschuldigung. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies ja meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, sagen zu müssen, hat sich ... nicht weiterentwickelt. Idee? Hat das mit cool Idee zu tun? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeugen eines künstlerischen Rückschritts geworden. Du kannst dich mal. Ja, das ist wohl der eine besagte Kritiker, der. Dankeschön, 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 Dankeschön. Da merkt man gerade mal die Chat-Latenz. Die ist gar nicht so schlimm. Aufwischen, danke. Ein Begriff passt nicht. Welcher? Schönheit und Reichtum, würde ich sagen, oder?
Hey there, Princess. What? Na toll. Oh, this is Daddy's medicine. Whenever naja. Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh, God. I'm so... Wait, I'm sorry. I'm sorry. Okay, Säufer, der sein Kind schlägt. Alles klar. Direkt wegnehmen. Ist schon okay. War gar nicht so schlecht. Dem Kinderheim. Eine Kurbel. Okay. Das Gewitter hört sich voll echt an. Dann könnte man wirklich, wenn mein Fenster ist ja da. Wenn es da wäre, würde ich echt denken, draußen gewittert's. Ach, immer diese selbstschließenden Türen. Uah. Zählt das? Hat das gezählt? Ja, es hat offensichtlich gezählt. So, aber ich habe mich wenigstens von dem großen Jumpscare nicht verjagt, weil ich wusste, dass der kam. Aber es ist lustig, dass vor dem großen auch ein kleiner kam. So, das waren jetzt alle Jumpscares, die ich kenne. Sonst kommt hier keiner mehr. Also, den ich kenne. Glaube ich. Das ist doof, wisst ihr was? Ich habe die Kurbel nicht mehr im Inventar. Ich hätte mich nicht umdrehen sollen. Ich habe die Kurbel nicht mehr im Inventar. Ach, die Stelle kenne ich auch noch. Wofür hätte ich die Kurbel denn gebraucht? Vielleicht hätte ich mich doch mal... Das war fies. Ich dachte, er dreht sich nicht um. Ich bin voll zusammengezuckt. Doch, klar, ich wollte mich auf jeden Fall umbringen. Little pain goes a long way. Achso, ich muss da mehrfach dran ziehen, ne? Weil das Ding sich dann... Ja. Ah, jetzt geht die Tür auf. Übel, ne? Wie, hör auf. Warum? Was heißt, ich muss ja, also, ohne, es ging ja nicht anders. Okay, nochmal laufe ich den Ratten nicht hinterher unbedingt. Hier ist doch ein Brief, das muss ich da mitnehmen können. Und also, wenn das nächste Mal irgendwo steht, ignoriere sie. Ich glaube, ich ignoriere sie ab sofort auch. Hey, hey. You fucking took it from me. My gift. I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Ich glaube trotzdem, dass er von seiner ehemaligen Gabe gesprochen hat an der Stelle und nicht von seiner Frau. Was kenne ich noch nicht?
Toll. Ich kann das Licht nicht mehr anmachen. Ich musste es ausmachen, damit ich den Schatten von ihr draußen sehen kann. Dieser Kamin gefällt mir überhaupt nicht. Na toll, Run. Was sagst du nu? Tolle Wurst. Ey, der einzige Lichtschalter im ganzen Spiel, der mir geblieben ist. Na toll, und ich kriege eine gewischt. Wow, der hätte mich fast verjagen können. Das ist kein Vorlauf, wo ich alles ausräumen kann. Meinst du? Ihr habt doch immer noch Klebstoff an den Fingern. Man hat's kaputt gemacht. So sieht's aus. Ah, guck mal, jetzt hängt der ja richtig rum. Es sieht aber immer noch ein bisschen knubbelig aus, ne? Da ist nichts drin. So viele leere Schränke hier. Ich würde ganz gerne an diese Schatulle hier ran. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Tja. Der macht alles kaputt. Wie machst du das? Das ist, weiß nicht, ich sage mal, jeder kann eine Sache auf jeden Fall. Naja, und ich habe da halt was gefunden. Das kann ich halt. Ganz gut. Sachen kaputt machen. Das ist, weiß nicht, da kann man sich damit ja selbstständig machen. Ich weiß auch nicht wie, aber... Ach, der Fahrstuhl. Jetzt haben wir erst das Stockwerk erledigt. Wahnsinn, ne? Ach, ich kann echt wieder nach oben fahren? Ich habe das einfach mal so versucht. Das sah nicht gut aus, oder? Ach, jetzt kommt die Szene. Das ist übel, ne? Das ist übel. Habe ich mich damals so verjagt gehabt. Ah, Scheiße! Der war aber nicht da! Das war aber anders! Das war anders! Das war, irgendwie war das anders! Das war, irgendwie war das anders! Ich habe mich verjagt, als die Klappe aufging und das hat damals keiner mitbekommen. Scheiße! Da, oh ey, Gottes Willen, ey! Okay, das ist neu. Ich stehe auf dem Kopf. Boah, ey. Ja, ich weiß, die Leute wollen schlafen. Der geht für zwei, wie ich drauf gewartet habe. Ey, schmeiß hier nicht mit Sachen nach mir. Okay, gleich geht's abwärts, was?
kommt der Schattenwurf her? Krass. Ey, jetzt lass mich den aufmachen. Pass auf, da ist bestimmt eine Packung Lichtschalter drin oder sowas. So, aber die Schublade muss da aufgehen, oder? Nicht? Oh Mann, okay, ich glaube, die sind alle leer. Die sind einfach nur da, um mich irre zu führen hier. Ich glaube auch. Klingt böse. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horse ran down. Hickory dickory dock. Kein Heftchen, ja, genau. Kein Heftchen. Die Uhr hatte ich auch schon noch gefunden in dem alten Spielstand. Die Uhr hatte ich da auch noch gefunden. Die haben echt sehr viele Sachen dazu getan. Das ist sehr schön, finde ich. Also auch wenn man da schon mal da einen großen Teil von gespielt hat, es lohnt sich wirklich. Gefällt mir unheimlich gut. Es lohnt sich richtig. Wer hätte das gedacht? Dauert natürlich länger. Mädchen noch gesessen und gemalt, ne? Oder? So sieht's aus. Ich doch ganz gerne wieder auf die Tür. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Danke nochmal für den Hinweis vorhin für die Parfümflasche, weil das war ja dieselbe Stelle und dann dachte ich mir eben auf dem Rückweg, hey Mensch, vielleicht steht ja wieder was. Und in der Tat, da steht auch schon wieder was. Nee, dich ignoriere ich diesmal. Du kannst dich mal. Und wie ich dich ignoriere diesmal. Kannst du vergessen. Ich bin bisher nur mit auf die Nase gefallen. Alles klar. Das ist sehr passend, auch wenn ich auf die Uhr gucke. Das ist mal unheimlich passend. Das nenne ich mal richtig geiles Timing. Das nenne ich mal ein richtig gutes Timing. Das ist der letzte Raum, den ich kenne. Weiter bin ich auch nicht gekommen. Und danach war das Spiel vorbei. Das ist mal ein richtig gutes Timing. So. Okay, nochmal Alkohol. Ich gucke mich hier erst um in dem Schreibtisch. Was ist das denn? Glibber. Das ist eben auch gesehen, ne? Babyface, the Monster Painting. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss. Wenn man
auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenners des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Das sieht auch echt bäh aus, aber okay. Also auch eine vernichtende Kritik, was ich verstehen kann. Ich will... Kann ich nicht ran? Nee. Ich will mich hier eben nochmal umschauen ein bisschen. Ich habe es jetzt gerade nicht alles... Ja, ja, 363. Aber ich muss ja erstmal... Na? Ah, okay. Da geht es zur Seite. Talk to me. Why won't you talk to me? 3. Das ist, liebe Kinder, ist ein Wählscheibentelefon für die Jüngeren von uns. Ich kenne sowas noch. Klingelt dir wieder was? Wow, es bewegt sich noch. Krass. So. Das ist ein geiler Raum, oder? Das sieht aus wie bei Escher. Gib well, gib was. Das sieht doch Hammer aus, oder? Mit den Bildern. Das sieht richtig geil aus. So, und hier ist eine Tür. Und da konnte man reingehen. Und nach 2-3 Metern kam Thank you for playing. Und deshalb würde ich jetzt diese Folge auch an dieser Stelle beenden und auch wahrscheinlich den Stream um diese Uhrzeit beenden. Es ist 1 Uhr und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich habe auch voll Lust, weiterzumachen. Ich würde gerne Mittwoch weitermachen. So, also jetzt den Mittwoch nach der Aufnahme halt. Ne? So für YouTube, das ist dann schon gelaufen. Aber das kündige ich auch nochmal an. Okay, guti. Dann ja, lasst mir einen Daumen hoch, damit es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.